Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, ich habe gerade irgendwas gesehen von wegen, ich habe genügend von diesem Goldzeug gesammelt. Das war aber gar nicht unser Begehr. Ich habe mich nämlich mal eben schnell nach hier teleportet, um zu gucken, wo ich diese Zutat finde. Und wo finde ich die Zutat jetzt? Ist das jetzt dieses Blaue, was da oben ist? Okay, also B gedrückt halten ist irgendwie nicht so gut. Hatte ich das jetzt? Muss ich nochmal gucken, wie ich das mit dem Schwimmen mache, damit das da beschleunigt wird. Ist das jetzt diese Zutat? Weil er sieht so megamäßig groß aus hier. Die überwucherte Herstellungszutat. Ah, perfekt. Damit kann ich dann wieder in die Halle der Götter zurückkehren. Das ist super, aber ich habe nämlich mal auf der Karte nachgeguckt. Ich habe hier oben noch ein Ambrosia, was ich, was ich noch einsammeln möchte. Das werde ich noch machen. Und ich habe hier unten so drei, ja, Mini-Quests oder wie auch immer ich das Ganze jetzt nennen soll. Das werde ich dann definitiv auch verfolgen. Ich werde die Sachen natürlich auch abgeben. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht, ob ich die verfolgen kann, wenn ich dieser Quest hier noch folge. Deswegen würde ich sagen, wir reisen mal eben schnell wieder zurück zur Halle der Götter. Nicht, dass ich dann nämlich das rauswerfe und dann nachher überhaupt nichts mehr machen kann. Also sprich, ich habe die Zutat gesammelt, kann es dann aber nicht abgeben, weil ich die Quest nicht mehr habe oder was weiß ich was. Ich weiß es nicht. Gut, dürfte eigentlich nicht sein. Kann sein, dass er die Quest verwirft und man die Quest nochmal annehmen muss. Aber normalerweise dürfte es eigentlich nicht sein, dass er es rauswirft. Und man es dann nicht mehr hat, also man es dann nochmal holen muss. Das wäre, denke ich mal, Echt still hier. Blödsinn. Ist aber auch ganz schön. Ja, Kein dann. Jammern von Hephaistos oder Streit zwischen Athena und Aphrodite oder Ares in Rage. Genau. Welche war das denn jetzt hier? Extraportion? Genau, abschließen. Okay. Jagdsaison. Ja, die könnten wir theoretisch auch machen. Wildschweine und Minotauren. Plündere in den Gewölben. Das will ich jetzt noch nicht machen. Das mache ich gleich, wenn ich wieder zurückkomme. Besiege Tiere wäre natürlich ganz gut. Nehme ich die mal an. Ach so, wenn ich jetzt aber wieder Warum eine machen neue wir sie annehme. nochmal? Habe ich wieder das gleiche Problem, fällt mir gerade ein. Naja gut, wenn die dann weggehen sollte, ist es nicht ganz so schlimm. Ich weiß nur nicht genau, wo ich jetzt hier am besten. Da kann ich hinreisen. Dann reise ich mal eben rüber. So. Hier haben wir, glaube ich. Ja, hier war irgendwo ein Bär. Ob wir den jetzt machen müssen, weiß ich nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir da oben hingehen würden. Könnten wir zwar wunderbar da hochkommen, aber wo müssen wir denn genau hin? Ja, im Endeffekt direkt gegenüber. Aber da können wir ja auch so hochklettern, oder? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt da hochspringen. Ich muss Tiere töten. Ausweichen kann sie so nicht. So, ein Tier haben wir getötet. Dann ist natürlich die Frage, das können wir nämlich so mal wunderbar ausprobieren, ob sich das dann zurücksetzt, wenn wir die jetzt nicht mehr weiter verfolgen oder ob der Fortschritt trotzdem gespeichert bleibt und so weiter. Da werden wir dann mal nachgucken. Ich habe übrigens herausgefunden, dass da unten ist auch eine Herausforderung im Bogenschießen. Beziehungsweise habe ich nicht herausgefunden, sondern wurde mir gesagt. So. Das ist doch wunderbar. Da brauchen wir auch das mit den Schwimmen schon fast gar nicht mehr. Das ist so geil mit diesem Flügel. Das ist echt klasse. Okay, das ist das mit dem Bogenschießen. Ich sehe es. Ach so. Nee, das ist hinten. Wo wollen wir denn genau hin? Da hoch?
Oder wo müssen wir jetzt da die Herausforderung machen? Es sind zwei Inseln. Die rechte von beiden ist es. Kann man da überhaupt hochklettern? Das ist dann noch die nächste Frage. Probieren wir es mal einfach aus. So. Doch da müsste ich aber theoretisch hochkommen. Oder haben wir wieder diese gelben Blumen? Die nehmen wir direkt mal mit. Ach ja, stimmt. Ich habe das ja jetzt mit dem Umkreis einsammeln drin. Das ist doch wunderbar. Das ist echt gut, finde ich. Ist natürlich nicht so gut, wie wenn man jetzt irgendwo eine Verbesserung hat im Kampf oder so. Das ist klar. Oh, das ist ein ganzes Nest. Beziehungsweise, oh. Komm, spring. Weich doch mal aus, beziehungsweise lauf doch mal. Ich habe keine Ausdauer mehr, scheiße. Ach, komm schon. Oh. Okay, war hier noch eine? Nee, ne? Boah, okay. Aber das war jetzt nicht die Herausforderung, oder? Ich glaube, dass... Moment, da oben ist was am Leuchten, oder? Das, was am Leuchten einsammelt. Nein! Na hallo! Endlich etwas, das der Aufmerksamkeit wert ist. Habe ich recht? Ja. War das jetzt... Ich muss mal eben nachschauen. Ach so. Dadurch, dass ich die jetzt... beschaffe drei... Ach so! Beschaffe drei Opfergaben für das Grab des Soldaten. Das wäre dann die zweite Opfergabe und das die dritte. Ja, der hat ja unterwegs mal von einem Soldaten gesprochen, als wir hier auf dem Weg hierhin waren, ne? Das stimmt. Ja, dann werden wir mal gucken, dass wir auf die andere Seite kommen. Da unten ist irgendwie sowas. Ach so, das ist nur... Keine Ahnung, was das ist. Das ist nur keine Ahnung, was das ist. War das jetzt da auf der Insel? Nee, das war jetzt auf der ganz großen dahinter. Aber es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich hier so rüberklettern würde. Naja, vielleicht schaffst du es noch. So, komm. Weiter, weiter, geh rauf. So. Kann ich da direkt hoch? Ja, ne? Jetzt, wo wir das mit dem Springen haben, was richtig geil ist, muss ich sagen. Ach, das ist die Insel, wo wir schon mal drauf waren. Genau, wo wir die Truhe geplündert haben. Okay. So, das ist dann die Insel, wo wir hin müssen. Die Frage ist jetzt nur... Da, ja, irgendwo bei dem Baum, denke ich mal, müssen wir hin. Geh mal... So in die Richtung. Ich gehe mal ein bisschen abseits, weil ich weiß jetzt nicht, ob da hinten jetzt viele Gegner sind und schwere Gegner sind. Ich brauche auch ein bisschen... Oh, oh. So viel dann zu vielen Gegnern und schweren Gegnern. Bewachte Truhe, okay. Ich gehe jetzt erstmal eben hier oben hin. Gucken. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Also irgendwas wird hier bestimmt sein, aber ob hier auch Gegner sind, weiß ich nicht. Da sind nur die Hähne. Na gut. Komm mal her. Euch finde ich immer sehr nett als Gegner. Oh. Ist das auch eine bewachte Truhe?
Ah, okay. Gut, jetzt wissen wir aber zumindest schon mal, was wir mit dem ganzen Kram anfangen können. Das ist schon mal gut. Dann sammeln wir die Sachen auch noch ein. Spart uns wirklich echt Zeit, wenn wir da in einem gewissen Umkreis das einsammeln können. Finde ich klasse. So, aber... ich habe irgendwie die Befürchtung... Ja. Ich stehe da quasi direkt daneben. Also ich denke mal, dass die Männer hier... Oh, hier ist nochmal so eine Herausforderung, oder? Hier ist was zum Durchschießen. Ich weiß übrigens wieder, wie ich es mache. Ich muss die rechte... den rechten Stick muss ich reindrücken. Dann komme ich in diese Sicht. Ich kann mich hier aber auch null anschleichen, ne? Das wäre natürlich geil, wenn man sich bei dem jetzt anschleichen könnte. Na, hier kann ich mich anschleichen. Doch dahinter ist auch was zum Anschleichen. Probieren wir es einfach mal. Wenn er uns sieht, sieht er uns. Aber dann haben wir auch ein großes Problem. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, der ist aber mal so richtig bewacht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Eieiei. Jetzt kommen die auch noch alle zusammen. Können die nicht mal einzeln kommen? Ich brauche hier ein bisschen Platz. Oh, fuck, 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 fuck. Oh. Oh, fuck. Du sollst ausweichen. Komm, nein! Nein, nicht runterfallen. Oh, Fucke. Okay, also ich glaube, die Herausforderung sollten wir doch vielleicht erstmal aufs Eis legen. Nein! Die kommen ja auch noch nach, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Geht weg. Boah, die ist richtig heftig, die Herausforderung. Ja, ja, du mich auch. Boah, also dafür, dass das hier das Anfangsgebiet ist. Boah. Ganz ehrlich, dafür, dass das hier das Anfangsgebiet ist, war das jetzt richtig, richtig heftig. Die bewachte Truhe, ja, das war ja im Endeffekt, war es schon fast die bewachte Truhe, ne? Weil da war ja diese Truhe auch dabei. Aber das jetzt als Opfergabe, ich glaube, das lassen wir dann doch mal lieber. Hier haben wir allerdings noch eine andere epische Truhe. Da hinten ist auch nochmal eine bewachte Truhe. Ich weiß aber nicht, inwiefern wir die holen können. Ich würde sagen, dass ich, komme ich eigentlich nur hier rüber hin, ne? Dass ich mir erstmal hier das Ambrosia hole, da brauche ich euch ja nicht mitzunehmen. Und dass ich euch dann gleich wieder hinzuschalte, wenn ich wegen den drei Truhen hier oben gucken werde. Weil das scheint mir dann doch etwas zu heftig zu sein da oben. Bis gleich.
Wow. Eieiei. So, das hier ist jetzt mal ein kleiner Begleitkommentar. Und zwar wollte ich euch das Ganze nicht vorenthalten. Ich bin dann ja von Insel zu Insel noch ein bisschen rumgesprungen. Das wollte ich eigentlich offline machen. Aber ich habe gedacht, da das eine bewachte, ich glaube, epische Nachttruhe nennt sich das war, habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, okay, das schneide ich dann doch noch mit rein. In diesem Fall war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schalte jetzt erstmal diese Harpien, die da rumfliegen, aus, weil die doch teilweise ziemlich nervig sind. Viel Schaden machen sie nicht, aber wenn man irgendwo dranhängt, kann man schon mal das Problem haben, dass man da blöd getroffen wird. Ein kleiner Tipp noch von mir, ihr könnt es so machen, ihr könnt aber auch direkt natürlich rüberfliegen bzw. darunter springen und euch auf die Gegner stürzen, was ihr besser findet. Ich wollte es mal ausprobieren, wie es ist, wenn man da von der Ferne hin einfach nur angreift. Ja, wie man sieht, es dauert schon einiges länger. Ich habe dann auch leider die Erfahrung machen müssen, dass wenn die meisten weg waren, der Boss dann... Okay. Also der Boss ist quasi das in der Mitte. Ich nenne ihn jetzt mal einfach Boss. So ein richtiger Boss ist es nicht, weil so viel verträgt der nicht. Aber der ruft dann wieder neue, wenn das Ganze zu lange dauert. Und da war ich ein bisschen zu weit weg. Das heißt, die haben erstmal gar keinen Schaden genommen. Dann habe ich gedacht, okay, gehe ich mal ein bisschen näher ran. Ist, glaube ich, auch das einzige Mal, wo ich das so gemacht habe, dass ich ja wirklich auf Distanz gegangen bin. Aber ich war mir im ersten Moment ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Große nicht doch sehr viel mehr Schaden macht. Dementsprechend wollte ich erstmal nicht zu nah rangehen. Da habe ich mich dann entschlossen, doch etwas näher ranzugehen. Und ja, hatte dann gleich eine Überraschung. Unten war auch noch einer und schon kam wieder ein neuer. Komm schon. An sich muss ich ganz ehrlich sagen, ist die Taktik eigentlich nicht schlecht gewesen. Allerdings sollte man spätestens dann runtergehen, wenn vielleicht noch so ein oder zwei übrig sind und sich dann auf den Großen stürzen. Weil mit ein bisschen Ausrüstung macht der nicht so viel Schaden. Ei, jetzt mach endlich die Pfeile. Wieder geschützt oder was? Komm nach. Los. Es dauert zwar lange, aber so kriegt man ihn auch. Ich muss warten, bis die Pfeile aufgeladen sind. Das ist... Na komm schon, Junge. Nein. Thank you.
komm. Ja, beweg dich, los. Komm mal hinne. Steh auf. Wie gesagt, die Taktik ist nun wirklich nicht schön, aber irgendwo selten. Und man bekommt, je nachdem, wo man steht, auch definitiv keinen Schaden ab. Hat also zumindest einen Vorteil. Geht doch. Hehe, so geht's auch. Nein! Bei dieser Truhe handelt es sich um eine sogenannte Nachttruhe. Da muss man, wie es jetzt rechts schon angezeigt wird, die Starttaste beim Controller gedrückt halten und dann setzt sie sich so hin, so wie jetzt, und dann ja, vergeht halt der Tag, beziehungsweise die Nacht kommt, und dementsprechend kann man die Truhe dann öffnen. Und wer wissen will, wo genau das Ganze war, sollte jetzt ganz schnell die Pause-Taste drücken. Und sieht dann, dass es auf den Schmetterinseln ganz am Anfang im Startgebiet ist. Ja, dieser letzte Einspieler vom heutigen Video, den wollte ich euch auch nicht vorenthalten, weil ich da nämlich schon zweimal, glaube ich, insgesamt geguckt habe. Das war da, wo wir auf den ersten Bären getroffen sind. Da bin ich einfach komplett nach ganz unten gegangen. Dann habe ich hier diesen Durchbruch gesehen. Und mit der Axt kann man den ganz einfach kaputt machen. Und da drinnen befindet sich eine Truhe. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video sehen. Den nehme ich mit. Bis dann. Man weiß ja nie. Ciao.